Ach ja, ist schon gemütlich, aber irgendwie... Oh, wir sind ja schon auf Sendung. Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Vindictus. Und ich habe ein paar Sachen zu verkünden. Wir befinden uns hier übrigens auf dem Meer, wie ihr vielleicht unschwer sehen könnt. Und ich habe beschlossen, wir fischen nun eine Runde. Dazu sind wir auf dem Fluss Ignacht, auch wenn der Fluss aussieht wie weites offenes Meer. Aber gut, das ist jetzt, tja, Definitionssache, nicht wahr? Und wir müssen jetzt erstmal warten, bis hier ein paar Fischlis vorbeikommen. So lange kann ich ja mal erzählen, was ich erzählen möchte. Und zwar, seit der letzten Aufnahme bin ich noch ein paar Mal in den Ruinen gewesen, habe hier und da ein paar Quests gemacht und habe Gegenstände gesammelt, damit wir dann auch ein paar Quests abschließen können, wenn wir dann wieder in die Stadt zurückkehren. Das werde ich in dieser Aufnahme aber nicht tun. Stattdessen werden wir jetzt direkt im Anschluss, sobald wir mal einen Fischlein gefangen haben, wenn dann mal hier eins vorbeikommt, hier unten, irgendwo, hier, irgendwo da unten drin, dann werden wir... Eine Fischschule ist erschienen. Ich rede gleich weiter. Ich guck erst mal, wo die Fische sind. Geh doch mal vorbei hier, bitte. Ah, ich sehe was. Ich sehe was, was ihr nicht seht. Und ich schieße daneben. Wie das halt so ist, so muss das sein. Grandios gefehlt. Dann versuchen wir es nochmal auf der anderen Seite. Ich musste übrigens hier Harpunen kaufen, um fischen zu gehen, denn ja, man könnte es auch mit einer Angel machen, aber das wäre ja viel zu umständlich, nicht wahr? Kannst du nicht mal was erwischen, Kollege? Yeah! Wir haben einen! So geht das, Freunde. Jawohl! Schauen wir mal, was wir haben. Das ist nicht euer Ernst, oder? Gut, wir haben einen alten Schuh gefischt. Dann müssen wir mal warten, bis die nächste Fischschule kommt. Das könnte etwas dauern. Aber solange kann ich ja dann endlich mal erzählen, was ich erzählen wollte. Und zwar habe ich, wie gesagt, Items gesammelt. Wir haben dann also kräftig was abzuarbeiten an Quests. Aber erstmal will ich mit euch dann wieder zurück in die Ruinen gehen. Und dort wollen wir uns dem Häuptling stellen, dem Gnollhäuptling. Das war ja unsere nächste Aufgabe. Und dem mal so kräftig den Arsch versohlen. Aber erstmal wollen wir uns hier noch um Gallaghers Aufgabe kümmern, hier ein bisschen rumzuangeln. Und ja, das ist halt jetzt nicht so spannend, nicht wahr? Aber was soll's. Seit der letzten Aufnahme sind übrigens jetzt, glaube ich, schon 2 Wochen vergangen, glaube ich. Ich hatte ordentlich auf Konserve aufgenommen, weil ich nun mal jetzt Prüfungsstress habe. Beziehungsweise weniger Prüfungen, sondern mehr Abschlussstress, denn ich stecke gerade mitten in meinen Abschlussarbeitszeugs drin. Musste mich jetzt um eine Belegarbeit kümmern, die ich jetzt endlich abgeben konnte und genialerweise eine 1 dafür gekriegt habe, obwohl ich das nicht so ganz verstehen kann. Und gehe nun ab nächste Woche, heute ist Sonntag, der 22.01. ist das. Gehe ab morgen dann in meine Bachelor-Arbeitsphase und da ist natürlich jetzt nicht so viel Zeit, mich hier ums Spielen zu kümmern. Trotzdem habe ich mir vorgenommen, das ist auch etwas, was ich noch erzählen wollte, ich möchte jetzt die Aufnahmesessions für Vindictus immer so machen, dass ich in der Regel dann wohl verlängerte Folgen rausgeben werde und zwar immer mit Gequatsche im Dorf und dem gesamten Gefechtsquest, damit es nicht so abgehackt und zerschnitten ist immer. Und werde dafür dann jedes Mal halt an- und abmoderieren für jede Folge an sich. Und ich denke, dann ist das Ganze ein bisschen runder, als es bisher war, denn jetzt war das ja immer so ein bisschen Stückwerk gewesen, dass teilweise manchmal mitten in den Ruinen die Folge zu Ende war. Aber nun ja, ich wäre dafür, dass dann so langsam wieder Fische vorbeikommen. Ansonsten mache ich dann mal einen kleinen Cut rein, bis die nächste Fischschule kommt. Das kann, wie gesagt, wirklich lange dauern. Ich habe schon mal so ein bisschen rumgestanden und gewartet. Ich wollte euch aber dran teilhaben lassen am wahnsinnig spannenden Geschehen des Fischers. Joa, und ja, ich glaube, ich mache eine Pause. Kommt, wir setzen uns wieder ans Feuer. Nehmen wir das Fass weg hier. So, wieder ran. Zack. So schön wärmen, bis die nächste Fischschule kommt. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn die nächsten Fische vorbeikommen. Tschüssi.
Ja, so viel dazu. Ich habe gerade erst ausgemacht hier die Aufnahme und schon kriechen hier die Fische vorbei. Mir wird überhaupt nicht Bescheid gesagt. Das ist eine Frechheit, oder? Ja, ich schieße erst mal weiter. Ja, sehr schön. So muss das laufen. So, und jetzt haben wir hier... Jetzt wird doch wohl ein Fisch mit dabei sein, oder? Verrotteter Seetang. Ihr wollt mich wohl verarschen, oder was? Komm schon. Terra... Gut, dann muss ich wieder warten. Ja, bis gleich, ne? Und weiter geht's. Da sind wieder ein paar Fische und wir versuchen unser Glück. Und Feuer. Jawohl, so muss das sein. Und diesmal haben wir einen Fisch, ich seh's schon. Und den finishen wir. Okay, dann finishen wir eben so. Gut, her damit. Ein Aju wurde mir jetzt als Brief gesendet, weil mein Inventar eben voll ist. Und, ja. Hier ist übrigens, den wollte ich euch noch zeigen, bevor wir jetzt wieder gehen. Dieser freundliche kleine Uhu. Der ist hier unser Lagerkistenverwalter und der kann uns dabei helfen, wenn wir hier irgendwie irgendwas Bestimmtes noch brauchen. Brauchen wir aber nicht, sondern wir gehen jetzt wieder weg hier. Verlassen die Gruppe. Ach, Stille. Ich glaube, ich habe meine Kopfhörer zu laut eingestellt. Na, sowas aber auch. So, und dann kehren wir mal zurück an den Hafen. Und wollen uns dann, wie gesagt, diesem Gnoll-Quest widmen. Übrigens, die... Was ist denn hier? Könnte ich mal bitte... Ich möchte gern steuern. Hallo? Steuern? Nein, ich möchte nicht hier... Wie kann ich jetzt wieder in diesen normalen Modus zurückkehren? Was? Nein, ich will gar nicht irgendjemanden... Ich will niemanden anklicken! Ja... Ich mache mal ganz kurz eine Pause, um zu eruieren, wie zur Hölle ich meinen Cursor hier wieder wegkriege. Und dann bin ich auch sofort wieder da. Bis gleich. So, schon besser das Ganze. Ja, ich habe mal die Einstellungen, die Grafikeinstellungen nochmal auf normal runtergestellt, von hoch auf normal, weil ich irgendwie die Befürchtung habe, dass das, mit den Frames so weitergeht, wie es jetzt hier auch ist, auch wenn das hier jetzt natürlich durch die vielen Leute noch extremiert ist. Gibt es das Wort? Ich glaube nicht. Und wir widmen uns jetzt der Entscheidungsschlacht. Wir sehen aber schon, Moment, nochmal zurück. Wir sehen schon hier die Quests, die wir schon hatten. Die habe ich alle nochmal ein bisschen ausgereizt, dass sie alle fast beim Maximum sind. Es sind bloß noch Kleinigkeiten überall, die jetzt hier zu machen werden. Die sind mir aber scheißegal, ehrlich gesagt. Und wir widmen uns jetzt der Entscheidungsschlacht. So, ja, mal wieder das Übliche. Falls es jemanden interessiert. Und wir widmen uns jetzt dem Schwur der Ehre. Gewinne mit zwei oder weniger Spielern und... Mache ich auf hart? Nee, ich mache nicht auf hart. Das ist mir... Kommt, das ist mir zu riskant, wenn wir jetzt gegen den Häuptling kämpfen und der ein überdimensional großer sein soll, wie Skelliger gesagt hatte. Dann lieber nicht auf hart, ne? Ja, also wie gesagt, die Einstellung habe ich jetzt nochmal ein bisschen runtergenommen. Und brauchen wir hier noch was? Eigentlich nicht. Können nochmal ordnen. Haben wir irgendwelche besonderen Ausrüstungsgegenstände? Nein. Gut, dann starten wir. Legen ab und auf in die Ruinen. Na, 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 la, 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 la. La 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 la. Ja, gut rumgespastet genug jetzt. Und dann auf in die Ruinen. Ja. Ja. Was ich noch erwähnen wollte. Ja, mit dem Frames sieht es jetzt nicht so gut aus, sehe ich gerade. Ich befürchte aber auch, dass es an der Internetleitung liegt ein bisschen. Die spackt in letzter Zeit immer so ein bisschen rum. Das tut mir leid, wenn das jetzt ein bisschen arg am Ruckeln ist. Ich hoffe, ihr kriegt keinen Augenkrebs davon. Was ich noch sagen wollte bezüglich der Aufnahmetechnik, dass ich jetzt die Folgen immer so an- und abmoderieren möchte. Ich habe mir auch überlegt, dass ich einerseits, damit die Folgen nicht zu lang werden und andererseits, damit die Folgen auch nicht zu langweilig werden, möchte ich, während ich mich hier schon durchmetzle, erzähle ich mal noch ein bisschen weiter, ne? Möchte ich vielleicht es so machen, dass ich schon in den Ruinen einsteige, in den Quests,
um dann halt hier nicht alles nochmal mitmachen zu müssen, weil es ist ja doch immer wieder dasselbe, falls ihr das schon festgestellt haben möchtet. Es sind ja immer wieder dieselben Ruinen letztendlich, durch die wir hier ziehen. Komm, stirb! Jawoll. Und da ist das ja dann nicht so spannend, wenn ich jetzt jedes Mal hier durchmache wieder. Denke ich mal. Aua. Der Große ist gemein. Hatten wir solche schon? Knoll-Veteran. Aha. Glaub nicht, oder? Die halten auch ein ganzes Stück mehr aus. Das sind schon ernstzunehmendere Gegner. Kann man schon so sagen. Ja, schreibt mir nochmal in die Kommentare, was ihr davon haltet. So von der Idee, dass ich das jetzt an- und abmoderiere, immer die Folgen so mache und dass ich vielleicht auch in die Ruinen dann so reingehe, schon mittendrin, um es nicht zu lang zu machen. Dass wir uns dann immer den Endgegnerkampf angucken und die Quests dazu. Und, ja, generell, schreibt etwas in die Kommentare, da wäre ich sehr dankbar drüber. Ich meine, ich bin dankbar, ich bleibe jetzt mal stehen, während ich ja quatsche, das mache ich jetzt einfach so. Ich bin ja dankbar für jeden, der sich meine Videos anschaut. Und solange auch nur noch einer drauf guckt, mache ich weiter, auch weil es einfach Spaß macht. Selbst wenn keiner drauf guckt, glaube ich, mache ich weiter. Aber es ist natürlich für den geneigten Let's Player immer schön, wenn er ein bisschen Feedback kriegt. Weil man dann auch weiß, was kann man besser machen, was ist total grässlich. So zum Beispiel die Framerate gerade. Das weiß ich auch selber. Und vor allem ist es auch so, man hat immer so gewisse Komplexe und Zweifel. Zumindest geht es mir so. Ich denke mir immer, vielleicht klickt ja immer bloß irgendjemand zufällig drauf und macht das Video sofort wieder aus, wenn er sich's anguckt. Und ja, wenn ich aber sehe, dass jemand in die Kommentare schreibt, dann weiß ich, dass sich's auch jemand angeguckt hat. Ich meine, eigentlich ist es ja Quatsch, ne? Denn letztendlich, warum sollte man jemanden abonnieren, wenn man seine Videos dann nicht anguckt? So, mal zur Seite. Ein Haufen Irrlichter sind heute unterwegs hier. Das ist schrecklich. Diese Lichtverschmutzung. Habt ihr schon mal was von Lichtverschmutzung gehört? Damit ist mein Astro-Lehrer früher in der Schule immer angekommen. Die Lichtverschmutzung, das war das Hasswort Nummer 1 für mich. Oh, daneben. Ich weiß gar nicht, ob ich den Move schon mal gezeigt habe. Mit direkt hintereinander Normalangriff und Schmettern können wir uns in die Luft bewegen. Und dann natürlich die üblichen Angriffe, die man in der Luft machen kann, durchführen. Ist sehr nützlich, wenn man gerade jetzt auf Endgegner trifft, habe ich festgestellt. Denn wenn man sich so in die Luft begibt, dann wird man nicht umgeworfen einfach dabei. Und gerade wenn die einen jedes Mal umnieten, normalerweise, dann ist das sehr nützlich. Ach, ich hasse Bogenschützen. Ich hasse sie. Komm drauf. Du musst leiden dafür. So, Ruhe jetzt. Jawohl. So, ich glaube, jetzt habe ich aber auch mal genug gequatscht jetzt hier so am Geschehen vorbei. Ich rede das ja hier einfach tot. Das heißt, vom Spiel habt ihr eigentlich nichts, weil angucken könnt ihr es euch nicht. Schließlich kriegt man ja Augenkrebs von den wenigen Frames. Und mein Gequatsche weist ja überhaupt nicht auf das hin, was passiert, ne? Von daher ist das jetzt ein Let's Talk sozusagen mit irgendwelchen rucklichen, bewegten Bildern im Hintergrund. So, komm mal her, mein Freund. Um dich kümmern wir uns jetzt mal, ne? Komm mal mit hier. Komm mal mit. So, jetzt gehen wir mal hier an die Wand und jetzt erzählst du mir mal, was das soll hier, hä? Greifst mich einfach so an, ich hab dir überhaupt nichts getan. Ich will bloß zu eurem verkackten Häuptling, hä? Zu eurem verkackten Häuptling. Mann! Ist doch nicht zu fassen. So, komm hier. Ich brauche unbedingt neue Schwerter, habe ich übrigens festgestellt. Die machen überhaupt keinen Schaden mehr so richtig. Hier, die großen Knolltypen, die halten ja so viel aus mittlerweile an Schlägen. Das kann man keinem mehr anbieten eigentlich. Und drauf. Schön.
So, jetzt noch du. Ja, genau. So, über die Pfeile springen wir drüber natürlich. Und weiter. Ich hoffe mal, es ist nicht mehr allzu weit. Wir sind jetzt doch schon eine Weile unterwegs. Großer, weitläufiger Platz könnte auf Endgegner hinweisen. Muss aber nicht, ne? So. Ah, Bogenschütze. Stirb. So. Nochmal draufgetreten und nochmal draufgetreten. So. Und mal kräftig aufgeräumt hier. So. Stück zur Seite. Tja, schön ausgewichen, ne? Sag mal. Ist das unhöflich oder was? Einfach so mir in den Rücken fallen zu wollen? So, was haben wir denn jetzt noch hier? Hier haben wir noch einen. Das war's für den. Und jetzt noch den hier und dann müssten wir doch endlich mal zum Ziel kommen, oder? So, schöne Sache. Also, schöne Sache vom Spielverlauf her. Anschauen kann sich's, wie gesagt, trotzdem keiner. Mich ärgert das mit den Frames, dass die so wahnsinnig niedrig rumspacken hier. Das, ach, ich weiß auch nicht. Aber das muss irgendwie an der Internetverbindung liegen. Die hat's im Moment, in letzter Zeit, irgendwie nicht so leicht. Zumindest kommt mir das so vor. Vielleicht habe ich mir auch was eingefangen, das kann natürlich auch sein. So. Ich werde dann mal schauen, ob ich das irgendwie beheben kann, vielleicht. Es wäre zumindest schon mal ein guter Anfang gewesen, den Game Booster vorher anzumachen, aber das ist natürlich. Da kommt der Herr ja nicht drauf, ne? So, Freunde. Ich will eigentlich die Säule hier zum Einsturz bringen. So zum Beispiel. Ja, lass mich mal. Ich will doch gerade erklären, was ich machen will. Ach Mensch. Hui. Ich habe gerade einen geschätzten Liter Blut an der Wand verloren. So. Nochmal drauf. Und das Spinni auch beseitigt. Wunderbar. Mann, da will man die mal gepflegt hier mit einem Stück Säule umnieten. Und dann passiert sowas hier. Ich meine, naja. Gut, gehen wir weiter. Man soll nicht rummeckern, ne? Wir leben ja noch schließlich. Und unserem Helden scheint es ja jetzt nicht so viel zu tun. Die Spinnen lasse ich mal weg heute. Unten. Ich denke mal, da würde es wieder Spinnen geben. Aber wenn hier die Framerate so hässlich am Rumspacken ist, dann muss das nicht sein. Komm! Abwärts mit dir. Scheiß drauf. Den lassen wir unten liegen, egal ob er jetzt gestorben ist oder nicht. Und gehen einfach weiter. Wir können es ja schließlich, ne? So, das könnte schon wieder, das ist schon wieder ein potenzielles Endgegnerfeld. Mann, jetzt lass mich doch mal, du dober Bogenschütze, und du auch. Noch jemand? Noch jemand ohne Fahrschein? Ah ja. Komm her! So, genug? Genug. Also, ich hab genug. Typ. So. Oh, Brialne. Oh, das ist nicht der Boss. Okay. Ach, Brialne, das ist doch dieses Irrlicht, von dem Grün das Herz haben will, oder? Die Dinger sind schon ziemlich hässlich. Also man sieht ja nicht, wann die angreifen oder so, ne? Von daher gar nicht so einfach. Mach's mal so. Komm schon, komm schon, komm schon. Immer wieder drauf. Und Abschluss.
Hat noch nicht gereicht, verdammt. Jetzt aber. Jawohl. Also es gibt angenehmere Sachen, als gegen Irrlichter zu kämpfen, möchte ich behaupten. Aber immerhin geben sie gut was ab hier an Drops, ne? Hier ist immer noch eins unterwegs, na meine Güte. So, Ruhe jetzt. Sehr schön. Was haben wir da? Magisches Puder. Ich dachte, ich kriege ja ein Herz von dem. Shit. Tja, dann muss ich das später wohl nochmal machen, ne? Noch den Lebens-R-Kristall eingesteckt und jetzt sind wir doch hoffentlich endlich mal hier am Endgegnerfeld, oder? Nächste Ebene. Ja, das kennen wir doch, oder? Ja, das... Oh. Oh. Seht ihr den da hinten? Oh. Der ist im Sitzen so groß wie die anderen im Stehen. So. Durchgeschnetzelt hier. Stück zur Seite. Ja, jetzt ist das Gehacke natürlich überhaupt nicht schön hier bei den ganzen Massen. Weil man dann überhaupt nichts mehr sieht. Lässt sich bloß gerade überhaupt nicht ändern. Komm schon. So, mein Freund. Na holla. Hübsches Hämmerchen. Hui. Da kommt Freude auf. Ach du Kacke! Halleluja, ist der schnell. Na komm. Okay, er schlägt immer so zu und ist dann ganz kurz auf dem Boden, weil er sich ausruhen muss oder weil der Hammer zu schwer ist. Geht klar. So, weg von hier. Der meint's ja auch nicht gerade gut mit seinen Leuten. So. Ich würde sagen, wir dünnen erstmal hier herum aus. Und die Frames spacken immer weiter runter, ist ja grässlich. Oh, den Move fand ich... Der sah unschön aus. Komm, weiter auf den Kopf. Und nochmal. Jawohl. Huch, was haben wir denn da abgehackt? Hat er seinen Helm gerade verloren? Komm schon, Freund. So, jetzt nur noch du und ich, ne? Los. Und ein Speer. So. Autsch. Das war nicht so schön. Oh. Der hackt gut rein, muss ich sagen. Wenn es bloß die dritte sind. Ich will gar nicht in den Hammer reinkommen, ehrlich gesagt. Nett. Die Säule mit einem Schlag umgenietet. Ja, komm schon. So, fucken. Oh, schlecht. Oh, Glück gehabt. So. Oh, scheiße. Ich stell grad fest, der hat doppelte Lebensanzeige. Na, das kann ja was werden. Und zurück. Das war knapp. Immer wieder auf die Arme. Die ist eh schon geschwächt.
Vor allen Dingen ist er jetzt ungeschützt. Na komm schon. Sorry, wenn ich gerade ein bisschen ruhiger bin, aber... Der Typ hat's in sich. Oh, verflucht. Ich glaube, ich muss erst mal ein paar Tränke reinwerfen. Komm, trink, 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 bevor der Typ kommt. Trink! Lauf, lauf! Oh Gott. Na, komm schon. Mann, der hat mich doch überhaupt nicht erwischt. So, und wieder drauf. Na komm schon. Oh, 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 weg. Hui, das war knapp. Sehr gut. Immer wieder drauf. Ja, die dritte muss ich jetzt mal in Kauf nehmen, aber ist besser als in den Hammer zu kommen. Komm schon, schlag zu, damit ich hier... Oh. Weit ist es nicht mehr, wir haben es geschafft. So. Er schwächelt schon. Komm schon. Ja, 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 der dritte kennt mich mal. Hier, schaut ihn euch an, der kann gar nicht mehr. Oh shit. Glück gehabt. Jawoll. Immer wieder zu Boden zwingen. Und wieder weg. Und shit, ich habe keine Speere mehr. Das ist schlecht. Dann muss es ohne gehen. Und mal einen Trank zwischengeworfen. Komm schon. Jawohl! Nicht mehr weit! Los! Scheiß auf den Tritt! Und nochmal auf die Rübe! Und nochmal! Jetzt habe ich dich, mein Freund! Oh, ich sehe gerade, wir haben als Aufgabe, den Dritten zu besiegen. Das können wir probieren! Und das klappt! Sieg, meine Freunde! Sieg! Die Musik dreht mal wieder frei und wir haben den Gnollhäuptling besiegt. Ah, und jetzt ist das hinten zu einem Gegenstand geworden. Rotes Gnollleder, wunderbar. Das können wir gebrauchen, bestimmt. Verbesserungsstein. Und nochmal rotes Gnollleder. Was haben wir hier Schönes? Der Zornhelm, aha. Helm des blutroten Zorns. Da schauen wir dann später mal, was da draus wird. So, und jetzt mache ich erstmal einen ganz kurzen Cut und wir sehen uns dann später gleich wieder im Dörfchen. Nachdem hier gleich die Auswertung durchgelaufen ist und dann schneide ich mal kurz die Ladephase raus aus dem Ganzen. So, Triple S bei den Style-Daten, na das ist doch schön. Also, Freunde... Sobald das hier durch ist. Gut. Also. Fertig getrommelt? Sehr gut. Bis gleich. So, da sind wir wieder am Hafen. Und dann bewegen wir uns gleich mal into town am besten. Und für die weiblichen Stimmen habe ich mir ausnahmsweise mal Verstärkung weibliche hier mit zugesichert. Sag mal hallo. Hallo. Das heißt übrigens into the town. Ich sage aber into town. Puh, immer diese Besserwisser. Du musst lauter reden, glaube ich. Ja, ja, genau. Was du nicht sagst. So, ich würde sagen, wir gehen erstmal in den Söldner Außenposten und geben erstmal unser Quest ab, unser Hauptquest. Hauptmann, der Neuling ist zurück. Rutra, dir ist nichts passiert.
Gut gemacht, Rudra. Ich habe eben einen Bericht erhalten, dass das Gebiet deutlich ruhiger geworden ist. Aiden klopft dir auf die Schulter. Aber wir können noch nicht aufatmen. Die Knolle. Ja. Die Gnolle und Fomori scheinen wieder zusammenzuarbeiten. Aber jetzt haben wir erstmal etwas für dich. Aiden dreht sich zu Merrick. Merrick! Aiden scheint Merrick nicht zu hören. Diese Daten müssen weiter untersucht werden. Egal. Ja. Kara. Die heißt übrigens Kara, habe ich jetzt rausgefunden. Ja. Wo sind die Unterlagen von dem Speer der westlichen Ruinen? Hier sind sie. Also, wenn wir diese Teile zusammentun... Merrick scheint beschäftigt. Hey, junger Mann dort drüben. Hast du eine Minute? Ja, Hauptmann, Herr. Kadett Alice, zu Ihren Diensten. Geh hoch und bring meinen Veteranengewand Waffenrock, ja? Ja, mein Herr. Sofort, mein Herr. Alice stolpert in seiner Eile fast die Treppe hinauf. Du hörst ein lautes Poltern, als ob etwas Schweres heruntergefallen ist. Er muss sich doch nicht beeilen. Na, hoffentlich hat er sich nicht verletzt. Hier, bitteschön, mein Herr. Ich denke, du schleppst zu viel... Na toll, ich denke, du schleppst zu viel mit dir herum. Räume deine Kiste auf und rede danach wieder mit mir. Das können wir dann gleich nochmal machen. Ich würde sagen, wir reden erstmal mit Kara. Lass mich missen, wenn du bei etwas Hilfe brauchst. So, neues Kampftraining. Wunderbar. Sind die Kämpfe nun einfacher? Haha, genau. Egal, wie viele Kämpfe man durchlebt hat. Es ist schwer, sich daran zu gewöhnen. Aber wenn du verschiedene Strategien benutzt, kannst du die Oberhand über die Kämpfe gewinnen. Also, was hältst du von etwas taktischem Training? Heute? Erinnerst du dich an die Söldner-Trainingsstätte, dem Ort, an dem du zuvor warst? Verglichen zu diesem Ort ist dieser hier erschaffen worden, damit Leute mehr spezifische Kampfskills lernen können. Wenn du zu den gefährlichen Ruinen gehst, wo wir vorher trainiert haben, wirst du eine fortgeschrittenere Trainingsstätte finden. Geh dorthin und tu so, als wolltest du deinen Erinnerungen auf die Sprünge helfen. Manchmal kann man die einfachsten Skills vergessen. Gut, mit Merrick können wir jetzt nicht weiterreden, weil wir ja dazu erstmal unser Inventar aufräumen müssen. Und dann würde ich sagen, räumen wir erstmal unser Inventar auf, und zwar beim Schmied, beim guten Fergus, und verkaufen unseren ganzen Scheiß und können gleich noch bei Shyla, Mensch, das hackt ja wieder, bei Shyla unser Quest abgeben. Hereinspaziert! So, Handel? Was haben wir denn da? Ja, die Spinnennetze können wir verkaufen, denke ich mal. Grusle Prunkus O-Ring können wir auch wegtun. Die Pfeile, nee, die lassen wir mal da, denn wir müssen ja für Clodagh, Clodagh heißt Clodagh, ne, habe ich auch rausgefunden, müssen wir ja hier so einen komischen Gnollhelm machen und da brauchen wir, glaube ich, Pfeile dazu. Ansonsten Schwarzpulver, Kauf Aislinn, ja gut, wenn man es da irgendwo kaufen kann, kann man es auch verkaufen. Falls wir es mal wieder brauchen, können wir es ja wieder einkaufen. Und ich verkaufe mal die ganzen Erdkristalle, denn die sind bloß magischer Krimskrams und mit Magie können wir sowieso nicht. Die lassen wir mal da. Warum auch immer. Und den Butzenscheiben-Ohrring, den verkaufen wir auch. Weißes Knollherz, die sollten wir nicht verkaufen, denn die sollten wir schließlich anschleppen. Gut, das wird jetzt reichen. Ordnen wir mal fix. Und reicht das? Ja, das muss reichen. Gut, dann Shyla. Ach, die Titten-Tussi. Genau die. Hast du etwas für mich? Mal sehen. Geben wir mal den Kram ab. Was? Ja, ist halt so. Ich weiß nicht. Echte reagieren auf Geisterstaub. Die ganz Gefühlsechten vor allem. Was die Herzen, die du mir gebracht hast, auch tun. Exzellent. Hier. Deine Belohnung. Du musst nur kurz in das Hinterzimmer mitkommen. So. Shyla verengt ihre Augen zu Schlitzen. Ich verstehe euch, Söldner, nicht. Ihr kämpft so sehr, um eure Fähigkeiten zu perfektionieren
Und wenn ihr die Spitze eurer Macht erreicht habt, Entschuldigung, macht ihr schon. Das dauert, glaube ich, einen Moment. Die macht dir Spaß, oder? Ja. Mach dir schlapp. Mhm. Macht nix, Lachfleisch ist auch okay. Soll ich erstmal weitersprechen? Okay, macht dir schlapp. Okay, und eure Gesundheit geht euch so wenig an. Es dreht sich immer nur um Macht, Macht und noch mehr Macht. Oh ja. Möchtest du weitermachen? Ach, nun, Geld ist Macht. Shaila studiert dich aufmerksam. Schlappe. Ihre Augen funkeln. Aber vielleicht bist du ja anders. Die Zeit wird es schon zeigen. Warum immer mehr Text? Tja. Warum bist du noch hier? So, noch ein Job für Shaila. Du darfst nochmal. Ja. Shaila mustert dich von Kopf bis Fuß kritisch. Du hast also den Knollhäuptling erledigt. Wusstest du überhaupt, wer er war? Natürlich nicht. Die Klingen kümmern sich nicht um die Politik der Knolle. Shaila schüttelt mit dem Kopf. Hör zu, der Häuptling, den du getötet hast. Er wollte die Knolle dazu bringen, die fomorische Armee zu verlassen. Na supi, da haben wir doch was richtig Großartiges, Spitzenmäßiges erreicht. Seine Ideale haben einen Bürgerkrieg unter den Knollen ausbrechen lassen. Letzten Endes haben sich die Knolle aufgeteilt. Knolle in den gefährlichen Ruinen, angeführt von dem Knollhäuptling, haben unabhängig von den Fomori gelebt. Knolle in den nordwestlichen Ruinen jedoch sind im Grunde die deine wahren Feinde. Aber natürlich befiehlt Artan? Aiden. Oh, Aiden, alles töten zu lassen, was auch nur ein Schwert in seine Richtung hält. Denkst du schon wieder irgendwelche schmutzigen Sachen hier? Nein. Du guckst die ganze Zeit auf die Brüste von der und denkst dir irgendwelche schmutzigen Sachen, oder? Dann kann ich ja gar nichts dafür. Nö. Aber das geht mich nichts an. Ich muss derzeit dafür sorgen, dass ein Kunde sein ungefärbtes Leder erhält. Bring mir braunes, goldenes, weißes und rotes Leder. Ja, praktisch, dass wir das Leder nicht verkauft haben. Sag mir von jedem ein Stück und ich werde dich großzügig entlohnen. Du hast es geschafft und wir haben folgenden Titel entdeckt. Äußerst loyal zu Shaila. Na, zu der wäre ich auch loyal. So, wir hatten vorhin, habe ich das richtig gesehen, dass wir einen... Oh, Moment. Bei den Charakterzeug Titel ändern. Spielzeug von Shaila. Genau das habe ich doch richtig gesehen. Den Titel nutzen wir mal, den stellen wir uns jetzt ein. Weil Shaila so viel Spaß macht. Sind wir jetzt ein Spielzeug von ihr und ab in den Gemischtwarenladen zu Cloda. Erstmal Aislinn. Oh, ich muss den Kram hier mal wegmachen. Komm ruhig rein. Die wird immer heißerer übrigens. So, Cloda, bitte sehr. Ein Brief für mich? Von wem ist der? Er ist von... Keegan. Keegan? Nehme ich mal an. Du bist immer noch dran. Es ist schon Ewigkeiten her, seit ich etwas von ihm gehört habe. Wer ist Keegan, Cloda? Wie hieß die kleine Mann? Aislinn, denke ich mal. So. Aislinn, wie kannst du Keegan, Hauptmann der königlichen Armee, nicht kennen? Ich habe dir von ihm erzählt. Aislinn hebt eine Augenbraue. Oh. Cloda ignoriert Aislinn und neigt ihren Kopf, während sie nachdenkt. Das ruft Erinnerungen wach. Einst, als wir alle im Wald waren, haben wir ein Küken gefunden, das von einem Baum gefallen war. Keegan
Ich hab's schon wieder vergessen. Nehme ich mal an. Keegan wollte das Küken zurück in das Nest heben. Aber Merrick ergriff es und fing an, den Baum hochzuklettern. Die Vogelmutter dachte, er würde angreifen und fing an, Merrick mit ihren Schnabel zu stechen. Es war furchtbar. Merrick konnte sich nicht bewegen. Er klammerte sich an den Baum fest und schrie. Doch dann kletterten Keegan... Ich war bis gerade... Verzeihung. Ja. Doch dann kletterte Keegan rauf, stützte Merrick, dessen Griff sich löste. Genau. Am Rücken und setzte das Küken zurück ins Nest. Mein Finger war ein bisschen zu zittrig auf der Taste. Keegan blutete, weil der Vogel ihn so heftig gestochen hat. Aber er hat keinen Ton gesagt. Was für ein Mann. er hat es still ausgehalten. Clodagh bemerkt noch etwas anderes in dem Umschlag. Oh, falsch betont. Egal. Haarschmuck? Es ist hübsch. Keegan hat einen guten Geschmack. Das kleine Dummerchen von nebenan. So, dann gehen wir mal weiter und ja, ich habe mal nachgeguckt, eben wie die ganzen Namen ausgesprochen werden. Zumindest bei Clodagh und Kara habe ich mal nachgeguckt. Und es sind irische Namen, glaube ich. So, und bevor wir jetzt hier ins Gasthaus zu tief gehen, räumen wir mal hier kurz unser Zeug aus dem Lager. Die ganzen Sachen, die ja nicht angekommen sind, weil unser Lager, unser Dingens zu voll ist. Unser Inventar. So, und da hatten wir doch hier dabei. Jetzt haben wir hier der verrottete Seetang, der ist ganz wichtig, den wir geangelt haben. Der komische Fisch. Stimmt, den müssen wir noch bei Gallagher abgeben. Und Gnollleder, Brief an Merrick, Helm des blutroten Zorns. Oh, das ist wirklich was zum Tragen. Das ist ja hübsch. Den gucken wir uns mal an. So, ja, sieht ganz 1A aus, sieht das. So, dann gehen wir mal hier ganz fix weiter. Und dann wollen wir es auch nicht zu sehr in die Länge ziehen. So, tief ist dran. Glockenklare Stimme, ganz lieblich. Okay. Die sagt nie viel. Hast du einen schönen Tag gehabt? Ja. So, dann gehen wir mal zu En Masse. Das wollte ich euch nämlich noch zeigen. Es ist nämlich gerade Event-Time. Das spreche ich mal fix durch. Und zwar kriegt man jeden Tag ein schönes Päckchen. Mit Rüstung. So. Hallo! Willkommen! Hier, Kampfvorräte gibt's jeden Tag aufs Neue. Ah, hallo Rudra. Ich habe gehofft, dass du vorbeischauen würdest. Ich habe eben Kampfvorräte für Reisende erhalten. Dieses Paket enthält Vorräte, die dir im Kampf für 3 Stunden helfen werden. Ich habe vollstes Vertrauen darin, dass du sie weise nutzen wirst. Oh, eine Sache noch. Die Vorräte da drin werden nach 12 Stunden schlecht. Also nutze sie, bevor das so passiert, okay? Na klar. Ich sollte morgen noch eine Lieferung erhalten, also sprich mich doch morgen wieder darauf an. Machen wir. Und ich weiß auch schon, was drin ist. Das werde ich euch aber erst in der nächsten Folge zeigen. Und jetzt müssen wir noch ganz fix nochmal zum Söldner Außenposten. Und sprechen nochmal mit Merrick. Nein, ja doch, okay, erstmal mit Merrick. Das kennen wir alles schon, bla 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 bla. Das sprechen wir jetzt nicht nochmal durch. So, das hatten wir. Moment, ich muss erstmal zur richtigen Stelle vorwärts kommen. So. Genau, hier. Hier, bitteschön, mein Herr. Jetzt hast du weiter eine gesamte Veteranenausrüstung. Sehr gut, eine Sache noch. Alle Klingen, die Veteranen sind, erhalten eine zusätzliche Lagerkiste. Ja, wir haben eine neue Lagerkiste. Glaub mir, die wirst du brauchen. Siehst du die zusätzliche Lagerkiste in deinem Inventar? Nutze sie weise. Wow, Rudra, du bist spitze, du hast eine neue Lagerkiste. Nun, Quinn ist natürlich auch spitze, also, Der muss dich wirklich bewundern, Rudra. Ich wünschte, ich könnte dir etwas Ruhe gönnen. Aber da gibt es etwas, das du... da gibt es etwas, das du vorher erledigen müsstest. Geh und rede mit Quinn. Ich glaube, sie hat dir etwas zu sagen. Ja. Machen wir erstmal Gallagher. Hey, bis du mir nicht den Saphirring gebracht hast, sag ich dir gar nichts. Aber wir haben einen. So. Lass uns fischen, Galax Untergebener. Das war's erstmal. Hey, Anfänger.
Jetzt bist du wohl ein Veteran, aber denk dran, du musst immer noch Befehle von mir nehmen. Klar? Nur einen Veteranengewand Waffenrock zu verdienen, macht dich nicht gleich zum Obermacker. Wenn du dich wirklich beweisen willst, besorg dir eine Tunika, die mindestens genauso gut ist wie die, die ich gerade anhab. Ich habe Fergus bezahlt, damit er mir diese Tunika verbessert. Okay. Zweimal! Bis du nicht das Gleiche hast, ist die Unterhaltung beendet, Anfänger. Das war jetzt eigentlich nicht das, was ich wollte. Ich habe nämlich einen Saphirring für den Herrn gekauft, eigentlich, soweit ich weiß. Aber, dann halt offenbar nicht. So, jetzt habe ich aber auch lang genug hier in der Stadt schon rumgequatscht. Wir machen es jetzt doch erstmal so, bevor ich das neue Quest annehme und so, werde ich hier erstmal einen Cut machen. Die Folge ist eh schon lang genug, also wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr so überhaupt davon gehalten habt. So, mit weiblicher Synchronisation könnte man ja wieder mal machen. Oder auch nicht, wenn ihr das nicht gemocht habt. Und wir müssen in der nächsten Folge noch unsere Skillpunkte verteilen und haben noch viel zu tun. Also, bis zum nächsten Mal. Winke, winke.